Sarah Lombardi, wird sie die neue Schlagerkönigin? Helene Fischer bekommt mächtig Konkurrenz. Ein Drittel. Sarah Lombardi veröffentlichte zusammen mit DJ Heartbeat ihre neue Single Weekend und schlägt ganz neue Töne an. Zwei Drittel. Ihren ersten Schlagersong performte die 26-Jährige am Samstag in der Kaisershow von Florian Silbereisen. Ihre Bühnenshow erinnerte stark an die von Helene Fischer. Drei Drittel. Ob Sarah damit Helene Fischer Konkurrenz machen kann? Ein Drittel. Sarah Lombardi veröffentlichte zusammen mit DJ Heartbeat ihre neue Single Weekend und schlägt ganz neue Töne an. Seit ihrer Teilnahme bei DSDS ist Sarah Lombardi, 26, vor allem für ihre gefühlvollen Balladen und Popsongs bekannt. Doch jetzt überraschte die Sängerin mit einer ganz neuen Seite. Sarah steigt ins Schlagerbusiness ein. Sarah Lombardi feiert Erfolg mit Schlagerdebüt. Wer hätte das gedacht? Ausgerechnet Sarah Lombardi wagt sich nun ins Schlagergeschäft. Und ihre Chancen stehen gar nicht so schlecht, glaubt man den zahlreichen Kommentaren der User in den sozialen Netzwerken. Dabei hätte wohl wirklich niemand daran gedacht, dass ausgerechnet die 26-Jährige jetzt einen auf Schlagerprinzessin machen will. Gemeinsam mit DJ Heartbeat nahm Sarah den Schlager Weekend auf, ein Cover des gleichnamigen Songs der niederländischen Gruppe Earth and Fire von 1979. Lauteten nur einige der begeisterten Kommentare unter ihrem Musikvideo. Am vergangenen Samstag durfte Sarah mit ihrer neuen Single sogar bei Alle singen Kaiser, das große Schlagerfest, moderiert von Florian Silbereisen, auftreten. Konkurrenz für Schlagerqueen Helene Fischer. Ob sie schon um ihren Posten als Queen des deutschen Schlagers zittert? Seit ihrem Kracher Atemlos hat Helene Fischer, 34, eine mächtige und unvergleichliche Karriere hingelegt und sich einen meilenweiten Vorsprung vor Kollegen erarbeitet. Helene Fischer versus Sarah Lombardi, wer da wohl die Nase vorn hätte? Während erstere schon einige Jahre im Schlagerbusiness auf dem Buckel hat und Preise und Rekorde für sich verbuchen durfte, wagt zweitere aktuell ihre ersten Gehversuche, mit Erfolg. Kann Sarah wirklich mit ihrem Schlagerdebüt Helene Konkurrenz machen? Möglich wär's. Denn die hat sich ja gerade selbst eine Pause vom Rampenlicht auferlegt. Genügend Platz also, für noch ein Sternchen am Schlagerhimmel.